Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch mal einen Einblick in den, den Adventskalender von Kreativmanufaktur Bayern zeige. Und zwar, ich wollte eigentlich zwei Teile machen, vom 1. bis zum 12. und dann vom 13. bis 24. Ich mache jetzt aber, heute ist der 16., wenn ich das drehe. Ich mache jetzt aber bis zum 16. durch und dann ist es dann nicht mehr so viel, weil ja, man hat ja Weihnachten auch was Besseres zu tun, ne? Aber ich möchte es euch zeigen, denn ich habe es ja auch versprochen. Und zwar kam das Ganze in einem großen Karton. Also der Adventskalender hat gekostet, ich habe extra nochmal geguckt, 89 Euro, wird aber gesponsert von einigen Firmen. So, dann kommt das immer in solchen, also da sind halt immer so Tütchen drinne. Mal größer, mal kleiner, auch mal anders verpackt, das dann später. Da ist sozusagen das Material drin. Und dann gibt es online noch eine Datei. Und dazu immer eine Info. Das sieht dann so aus. Ich habe das ganz einfach ausgedruckt. Beziehungsweise, Moment, ich muss mal das Hasse hier wegräumen. Jetzt habe ich hier keinen Platz. Und zwar Türchen Nummer 1 war drin. Übrigens, hier steht auch nochmal die E-Mail-Adresse. Finde ich ganz süß. Diese Aufkleberchen sind überall drauf. Und ja, also Türchen 1 war sehr gefüllt. Sorry jetzt fürs Rascheln, aber das geht leider nicht anders. Ich wollte es erst einzeln, aber da komme ich so durcheinander, das hat nicht funktioniert. So. Ich hatte das sozusagen, die Tüchen, also die Tüten hatte ich auch alle schon im Papier, die habe ich alle wieder rausgekramt. Ja, für euch. So, und zwar haben wir jetzt, ach, das war schon wieder die Kamera, eine dünne Pappe, würde ich mal sagen. Eine Übertragungsfolie, sieht man an den Kästchen. Dann haben wir hier, oh, na toll, das kann ja auch etwas werden mit der Kamera. Dann haben wir hier, das ist Vinyl, würde ich mal behaupten. Dann haben wir zweimal Tacky Tape, also schön richtig gut klebendes 6 mm mal 10 m. Diese mit Teilbox und Kerzen. 4 Stück. Die hatte ich aber hier reingetan, damit die nicht abhanden kommen. So, das Projekt, also es gibt ein Projekt, ihr könnt das natürlich auch anders nutzen, ne? Das ist ja jedem selbst überlassen. So, das ist das eigentliche Projekt, wofür es gemacht ist. Vinylfolie ist hier hinten drauf, also ist dann sozusagen diese Datei noch mit drin. Hier steht auch nochmal der Inhalt, falls ihr gucken wollt. Und hier steht auch immer, was man noch benötigt. Ja. Der Drucker hat das leider nicht ganz so schön. Ich musste das über die Internetseite drucken. Dann kommt eine Anleitung, ein paar allgemeine Infos. Es gibt auch oftmals ein Video dazu. Dann haben wir Bilder, was man zum Beispiel damit machen kann. Hier ist ja jetzt dieses eigentliche Projekt und hier ist jetzt zum Beispiel auch noch was anderes dabei. Also das ist halt ganz cool gemacht. Ja, dann kommt meistens hier noch ein Sponsor oder irgendwas. Und dann gab es in Türchen 1, gab es sogar gleich zwei Dateien. Da gab es diese Blattdatei, gab es noch zusätzlich. Also war jetzt vom, also kein Inhalt oder so, einfach nur noch diese Datei zusätzlich. Standen hier auch noch ein paar Infos. Ihr könnt euch übrigens die Türchen auch im Internet auf der Seite angucken. Wie lange, kann ich nicht sagen. Ihr könnt es euch angucken, ihr könnt halt nichts runterladen. Ne? Das geht dann nur über den Account und dafür müsst ihr den gekauft haben. So, also Türchen Nummer 1 schon mal prall gefüllt. So. Türchen Nummer 2. Ich werde mal die Info beiseite legen, dass ihr das nicht sofort seht. So, Türchen 2.
ist ein, man hier so ein Stiefel zum Hinhängen und zwei Flexfolien, einmal Gold, einmal in Schwarz. Ja, was wird's wohl? Ne? Ich mache mal das Licht ein bisschen höher, dann flackert es hoffentlich nicht ganz so sehr. Also eine Jute-Socke. Hier steht dann auch immer, was es für eine Firma ist. Die Informationen zu den Folien stehen hier auch mit dabei. Also so eine Datei ist dann mit drin. Hier ist der Buchstabe und dann vom Nikolaus. Kann man auch ohne Buchstaben machen. Und wie gesagt, allgemeine Infos und was halt alles noch dazugehört. Auch sehr cool. Dann eigentlich mein Lieblingstürchen sogar. Also sagen wir mal eins meiner Lieblingstürchen. Und zwar Nummer 3. Hier war ich jetzt mal verwundert über diese Folie hier, Klarsichtfolie. Die hat aber nichts mit dem Projekt zu tun. Das war nur, damit da nichts passiert. Und zwar haben wir hier nämlich einmal eine... Moment, wir nehmen mal die Info da dazu. Und hier steht es hier schon. Ein Glasornament, ein Supple-Ausdruck und ein Via Embossed Light Gold. Also zum Embossen. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht weiter durchgeguckt. Ich hatte leider noch keine Zeit. Ich hätte es eigentlich schon gerne alles gemacht, weil das sind echt coole Projekte. Aber ich hatte keine Zeit. So, das ist das Glasobjekt. Das ist vorne, wie man sieht, glänzend. Und hinten matt. Und da kommt das hier drauf. Also das ist nämlich hinten glatt und vorne ist halt so gewölbt. Und dann wird das von hinten sozusagen so da drauf gemacht. Und dann kommt mit dieser Folie, kann man noch einen Text drauf machen, wenn man das möchte. Finde ich einen super schönen Anhänger für den Baum. Wie gesagt, ich bin leider nicht dazu gekommen. Auch die Farben und so finde ich sehr, sehr schön. Und nochmal hier die Bilder. Also so sollte dann das aussehen. Die Infos, wie das halt alles funktioniert, stehen ja dabei. Hier sind noch mehr Bilder. Also finde ich richtig schön, wirklich. Hier ist zum Beispiel ein... ein Sponsor. War jetzt aber auch kompliziert. So, wir tun das mal wieder rein. Solange ich das nicht benutze, versuche ich das natürlich so gut es geht sortiert zu behalten. So, dann haben wir Türchen Nummer 4. Ein sehr großes Türchen. Aber ich habe festgestellt, großes Türchen muss nicht immer unbedingt viel helfen. Denn hier sind tatsächlich ein 12x12 Papier, also es ist wirklich für Folie, es ist für Papier und ein passender Cardstock in A4. Wer aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Sticker von den Tütchen auch dieses Papier haben. So, und zwar gibt es jetzt direkt noch eine Box, wenn man das verschenken möchte. Demnach ist die Box auch als Datei drin. Moment, ich suche mal ein bisschen die... ein paar Bilder. So könnte das aussehen. Also auch ein sehr hübsches Projekt. Ich habe gar nicht geguckt. Nee, das ist einseitig. Druckt irgendwie so jetzt... muss ich das doch mal wegräumen, weil das ist jetzt doch ein bisschen viel. Moment.
ständig um. So, dann Türchen. Ja, jetzt ist es umgefallen. Türchen Nummer 5. Ja, habe ich gerade festgestellt, dass ich es gar nicht eingeräumt habe wieder. Macht aber nichts. Und zwar sind da... Hier, das ist übrigens das Papier. Und zwar haben wir hier, dachte ich erst, okay, 2 Flexfolien. Geguckt, Papier, okay. Vinylfolien, die sind aber ziemlich dick. Und dann habe ich, das sind dann die Dateien. Das sind so Häuschen und Bäumchen. Nennt sich Winterdorf. Editionsfolie, das heißt, das schneidet man mit dem Blotter und dann kommt die Folie ab und dann hält das am Fenster ohne Kleben. Nur mit Statik einfach. Also es wird halt statisch aufgeladen. So, und dann sind hier ein paar Beispiele. Kann man natürlich auch wunderbar anders nutzen. Muss man jetzt nicht unbedingt nur für das eine Projekt verwenden. Also das ist auch sehr, sehr... Das finde ich halt so schön, dass so viele Sachen sind, die man für so viel verwenden kann. Halt, jetzt kommt der Nikolaus. Der war nämlich riesengroß. Und zwar war da drin, ne? Das habe ich jetzt nicht wieder eingepackt. Das war halt ganz anders eingepackt, ne? Also hier so eine... Ich hoffe, man kann... Doch, jetzt sieht man es. So eine Filzmatte. Und die ist wirklich schön groß. Das müsste A3 sein. Ein Becher. Dann haben wir hier nochmal Flockfolie. Ein Streifen. Und das hatte ich erst weggeschmissen, aber das gehört tatsächlich dazu. Und zwar, ihr habt es bestimmt schon mal kurz gesehen, nennt sich das Spektrum. Ist nämlich dieser süße Spruch drinne, Plätzchen erweitern dein Spektrum. Schönes Wortspiel. So. Dann haben wir hier noch eine Vorlage. Das ist dann sozusagen, also das ist jetzt für die Flexfolie. Nein, nicht Flexfolie, für die Filz. Wer es nicht mit dem Plotter, der kann sich das hier über die Schablone machen, weil ich habe tatsächlich kein Messer für, also ich habe ja Brother, da brauche ich ein extra Messer. Ich habe nicht so, ich habe nur das normale. Habe ich gar nicht da und so haben sie es natürlich auch abgewegt, dass man jetzt nicht unbedingt den Plotter benutzen muss. Finde ich auch sehr schön, dass sie da drüber nachgedacht haben. So, und so sieht das dann halt aus. Finde ich total cool. Dann halt schön Plätzchen verschenken. So, das muss ich ja gleich wegräumen. Das wird sonst hier nichts, weil das so blendet. Und dann tue ich das auch gleich weg. So, dann kommen wir zu 7. Ja, irgendwie war ich jetzt voll, das Zeug einzuräumen, sehe ich gerade. Nummer 7. Da war jetzt der Aufkleber falsch schon drauf, aber macht ja nichts. Na gut, für euch, da raschelt es nicht so sehr. Und zwar war da drin so ein Lichtsäckchen. Da ist jetzt nur eine Pappe drin, dass das schon hält. Dann haben wir noch Flexfolien in Silber und Gold. Und zwar... die Lichtbeutel finde ich total cool, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Auch hier hätte ich am liebsten schon lange gemacht, zumal ich auch extra hier eine Lichterkette gekauft habe für da reintun. Ja, jetzt liegt es hier aber immer noch. So, Lichtbeutel, der kann ja sublimiert werden, soweit ich weiß, glaube ich zumindest. Kenne ich jetzt im Sublimieren ja nicht ganz so gut aus. Aber auf jeden Fall richtig cool, halt dann noch diese Datei drinne, diesen Text oder
scheinen auch mehrere Texte zu sein. Ich bin halt echt noch nicht dazu gekommen. Dann hier noch die Sponsoren. Dann machen wir weiter mit der 8. Auch hier. Oh, jetzt ist mal wieder was runtergefallen. So. Und zwar haben wir hier einen Deckel. Dachte ich also, was soll ich mit dem Deckel? Aber das ist echt cool. Wäre ich niemals drauf gekommen. Dann haben wir hier einmal, vor allem die Kombination, ne? Ein Deckel. Also ein Pappdeckel. Das ist Transparentpapier. Und das ist Glitzerflexfolie. Dachte ich jetzt mal so, was soll ich damit bitte anfangen? Aber dann habe ich mir das hier, die Datei runtergeladen. Und zwar, hier steht auch nochmal alles, Inhalt. Und zwar, wird das hier, der Deckel dient sozusagen als, als Unterlage. Total cool. Mach mal hier, naja, hier sieht man es jetzt nicht ganz so. Und aus der Folie haben die das halt einfach ausgeschnitten, ne? Also so ist das Eigentliche gedacht. Teelicht rein. Man kann natürlich mit der Datei auch hier ganz viel anderes noch anfangen, wie man sieht. Hier wieder richtig cool. Wie gesagt, wäre ich so niemals drauf gekommen. So, dann müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Wir sind nämlich jetzt bei der 9. Hier war ich scheinbar zu faul, das einzupacken. Gut für euch. Raschelt es nicht so sehr. Und zwar haben wir hier eine Spezialflex in Gold und zweimal Papier in Edelweiß Naturweiß. Also das ist jetzt nicht so ein Reinweiß, ne, wie man hier sieht. Das ist ein bisschen cremiger, sag ich mal. So, und zwar gibt es hier heute diese coole Datei dazu. Und zwar zum Karten machen. So würde das dann aussehen oder kann das aussehen. Und die Folie ist dann halt sozusagen zum Folieren. Einfach mal anders foliert. Wie genau das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich will euch ja eigentlich auch nur zeigen, was drin ist. So, dann haben wir, ich habe es schon wieder nicht eingeräumt. Naja. So, Türchen Nummer 10. Hier haben wir eine Flexfolie in so ein Olivton, würde ich mal sagen. Mit dem Schimmer. Dann haben wir hier eine mega krasse Glitzerfolie in Vintage Gold. Das ist übrigens Electric Olive und das ist Viaholz. Ich habe mich schon lange gefragt, was ist eigentlich wie Holz und warum schneiden die das um Himmels Willen alles mit dem Plotter? Das ist doch Holz, aber das ist wirklich. Hoppala, die Kamera gekommen. Das ist wirklich schön dünn. Und ja, finde ich total cool, dass ich das endlich mal probieren kann. Und zwar gibt es hier O-Tannenbaum. So eine coole Datei. Und da kann man halt so schön, das Via-Holz kann man auch beplotten. Ah ne, Via-Holz heißt das. Hier steht's. Via-Holz. Und so, hier haben wir mehr Bilder. Also so kann das dann zum Beispiel aussehen. Richtig cool. Dann haben wir
Türchen Nummer 11. Hier haben wir eine, also die sind jetzt halt ein bisschen kleiner. Haben wir eine Flexfolie, nochmal in Gold, eine in Weiß und eine mit, das ist Kreativflex Alkohol Ink Mojito. Das ist übrigens wieder Vintage Gold und ja, Premium Weiß. So, und dann gibt es als Datei so einen schönen Rahmen mit Text. Und dann ist es natürlich dann für alles Mögliche. Ne? Da könnt ihr Kissen, ja, allgemein Stoff oder ähnliches mitmachen. Ist halt Flexfolie. Ne? Auch mal cool, ein relativ einfaches Türchen. So, dann sind wir schon bei der Halbzeit. Bei Türchen Nummer 12. Türchen Nummer 12 haben wir Papier in ein, also mattes Papier in Antikweiß und Vellum. Beides A4. Und dann bekommen wir als Datei noch so süße Anhängerchen. Wenigstens mal ein Beispiel. Also auch hier, schöne Beispiel, kann man auch wunderbar mit dem Laser bearbeiten. Also kann man auch einfach ja, Holz nehmen. Ich habe jetzt keinen Laser, das wäre auch schön, dass sie sich da auch Gedanken machen. Dann kommen wir zu... Ja, das hat nicht geklappt. Und ist auch noch aus der Tüte rausgerutscht. Also Türchen Nummer 13. Da sind wir drin. Nicht wundern, da ist jetzt nur die Folie drin. Das kam mir entgegengeflogen. Und hier haben wir einmal den Schlüsselanhänger in Schwarz und eine Flexfolie Premium. So, ach übrigens, jetzt habe ich das doch vergessen. Den Adventskalender habe ich mir übrigens selber gekauft. Den habe ich nicht bekommen fürs Video, den habe ich selber gekauft. So, und zwar haben wir jetzt hier auch wieder Dateien mit zu Hause und ich habe noch nicht so genau reingeguckt. Ich kann nicht sagen, was genau alles drin ist. Also scheinbar halt das Zuhause und diese Zweige. Aber ich denke, an den Beispielen sieht man es eigentlich immer ganz gut. Ich werde das hier mal wieder beiseite räumen. So ein bisschen Platz haben. So, wir kommen zu Türchen 14. Jetzt sind wir ja fast durch, aber wir haben auch schon wieder 24 Minuten. Das war irgendwie ganz eigenartig anders eingepackt. Tag 14, und zwar ein richtig schönes Brettchen. Das ist auch ziemlich groß, wie man sieht. Von Zeller Präsent. Also hier, das ist wirklich richtig cool. Und dann haben wir hier noch Folie. Das ist einmal Stripflock-Folie. Und dann gibt es als Datei Essen gut, alles gut. So sieht das aus. Hier steht auch in den Informationen. Also kann man ja auch anders verwenden, ne, wie man hier sieht. Hier steht definitiv dabei, dass wenn man das Brettchen arbeitet mit Folie,
sollte es als Deko genutzt werden. Das ist natürlich, wenn man es benutzen möchte, sollte man nichts drauf machen. Kann man ja auch und dann einfach die Folie und die Datei woanders hin. So, dann sind wir einmal bei der 15. Hier habe ich komischerweise dann wieder eingepackt. Hier war ich auch erstmal total irritiert, dachte so, Klammern, aber eine Folie war noch drin, ne? Die sich gut versteckt hat. Das ist Joycrafts Transparentfolie und Musterbeutelklammern in Gold. Und zwar nutzen wir jetzt hier die Filzmatte vom Nikolaus. Ach genau, vom Nikolaus. So. Und so kann das dann halt aussehen. Lichtchen rein oder anders dekoriert. Auch sehr cool. So, und dann haben wir noch Türchen Nummer 16. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, das habe ich nur schnell runtergeladen und gedruckt. Aber ich wollte das Video fertig machen. Hier haben wir einfach mal ein Kopierpapier. Ach nein, das ist da einfach nur so drin. Das steht jetzt hier nicht drauf. Und zwar haben wir jetzt hier Magnetfolie. Also habe ich auch schon ausprobiert. Ich hatte mir vorhin nämlich gleich gedacht, so okay, das ist doch Magnet. Habe ich hier gleich so meinen Magneten genommen und ja, der hält. Ne? Also Magnetfolie. Also in schwarz hinten ist die weiß. Ich weiß jetzt noch nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Und dann gibt es hier so süße Tierchen. Und das scheinen ach, die Folie ist zum Bedrucken. Also das kann tatsächlich bedruckt werden und dann ja, ausschneiden, was man gerne möchte. Und dann kann man sich da sozusagen Magneten mitmachen. So, auch mal richtig cool. Ich glaube, das Papier tue ich mal beiseite. Das kann ich mit Drucker tun. Ja. Also das war's jetzt erstmal fürs Erste. Kommen ja noch ein paar Türchen. Ich finde den echt cool. Und vor allem vom Preis her ist er auch voll okay. Es sind ja wirklich tolle Sachen drin. Es sind Dateien mit drin. Und wenn ich, ich habe den ja zum allerersten Mal, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte, ich hatte ja den von Pluttermarie die letzten 2 Jahre. Da ist halt viel mehr mit Flexfolie und so. Aber, also da ist auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Material drin. Aber jetzt, also sowas jetzt zum Beispiel gar nicht. Oder hier so ein Brettchen oder Acetat, also hier so Acetat oder sowas. Da ist halt viel mit Flexfolie, auch Papier und Vinylfolie. Aber sonst jetzt nicht ganz so viel Unterschiedliches. Und auch coole Projekte, aber der ist halt auch wesentlich teurer. Also, wenn mich nicht alles täuscht, hat er 130 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel er dieses Jahr gekostet hat. Ich hatte nicht geguckt. Und für 89 Euro finde ich das echt okay. Sind ja wirklich hochwertige Sachen drin. Also jetzt nicht hier irgendwie so ein Blichbrettchen aus dem Euroladen oder so. Das sind ja wirklich sehr hochwertige Sachen. Und das sieht man auch an dem Holz hier. Und auch die Filz, also die Filzmatte. Das ist richtig dicke Filzmatte. Das ist jetzt nicht hier irgend so ein Euro-Artikel und das finde ich sehr schön, dass da auch auf Qualität geachtet wird. Ja, das war's dann an sich. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Teil 2 folgt dann, wie ich dazu komme, vielleicht schon am 24., vielleicht am 25., 26. Schauen wir mal und ja, dann
vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Und ja, außer es kommt zwischendurch noch ein anderer Teil, aber eigentlich ist jetzt nichts weiter geplant. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!